Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Taoasis Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser Adventskalender kostet, guck mal, 69 € und soll einen Warenwert von 130 € beinhalten. Man kann ja die Tao-Box immer mal wieder bestellen und jetzt gibt es auch einen Adventskalender, den gab es glaube ich auch letztes Jahr schon mal, den habe ich aber nicht mehr bekommen. Und den möchte ich jetzt hier mit euch zusammen auspacken. Ich bin sehr gespannt, was sich hier drin befinden wird. Ich denke vor allem dufte Produkte und vielleicht aber auch Produkte, die ich so noch nicht aus dem Sortiment kenne. Mal schauen. Zuallererst möchte ich auch lobend erwähnen, dass wir einen Boxen-Adventskalender haben. Das finde ich immer großartig, weil das dann auch wiederverwendbar ist. Und hier habe ich jetzt einmal die Nummer 1. Da erwartet uns auch ein Produkt drin. Oh, das ist jetzt mit dem Wiederverwenden ein bisschen schwierig, weil wir dann auch so ein Inlay drin haben. Das kann man aber bestimmt auch irgendwie rausnehmen. Bestimmt. Das ist irgendwie hier drin fest, aber mal gucken. Ne, weil ich verwende solche Boxen-Adventskalender halt super gerne immer wieder weiter. Nun, auf jeden Fall haben wir hier zuallererst einen Duft drin. Viel Ruhe, das kann man gebrauchen als Anfang in die Adventszeit. 5 ml sind hier drin und manche dieser Düfte kannst du halt für, ja, so als Raumduft verwenden, ne, dass du den in so eine Öllampe gibst oder halt als Massagezusatz verwendest. Manche kannst du aber auch sogar in die Nahrung mit hineinmachen. Das ist auch ganz interessant und da werden uns sicherlich auch gleich ein paar begegnen. Hier habe ich jetzt einmal die zweite Box und auch da finden wir ein Aromaduft drin. Viel Zierbe, das passt jetzt auch in die Weihnachtszeit dann rein. 5 ml sind auch hier drin enthalten und wir haben auch immer bei diesen Baldini-Geschichten Demeter-zertifizierte Düfte. Das ist auch immer ganz cool, muss ich sagen. Ja, das macht das Ganze nämlich auch ein bisschen nachhaltiger und es sind Glasfläschchen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Was da wohl drin ist? Ach, guck mal, das ist auch sehr praktisch. Auch wenn hier theoretisch ein Raumduft hätte reingepasst. Hier kannst du diese Raumdüfte nämlich auch drauf machen. Das ist so ein, ich weiß nicht, Speckstein oder so halt ein Stein. Ne? So riecht Natur steht hier drauf und das ist natürlich hinten mit einer Schneeflocke. Finde ich wundervoll. Das ist richtig schön weihnachtlich. Kann man sich halt hinhängen. Das kannst du dir auch zum Beispiel in den Tannenbaum machen. Und wenn du zum Beispiel einen Kunsttannenbaum hast oder wenn du einen Tannenbaum hast, der halt nicht ein klassisch geschlagener Tannenbaum ist und du aber trotzdem diesen Duft nach Tanne haben möchtest, kannst du dir eigentlich dieses viel Zierbe da drauf machen. Das ist doch ein Tannenduft, oder? Und das dann so in den Raum oder sogar an den Tannenbaum hängen. Wie oft kann man Tanne sagen? Ja. Hier haben wir eine sehr große Nummer 4 und auch sehr schwer. Also da ist vielleicht so ein Massageöl oder sowas drin. Nee, ein Raumduft. Und zwar ein, nein, wie geil, ein Kopfkissenspray mit Orange und Lavendel. Das werde ich auf jeden Fall verwenden, Schlafgut. Ja, das ist so ein bisschen wie dieses Deep Sleep Pillow Spray, ne? Nur halt in etwas besser zertifiziert, um das mal sozusagen 50 ml Glasflasche ist das, ne? Sehr, sehr schön, mag ich gerne leiden und da kann ich einfach auch besser mit schlafen, wenn ich sowas mir halt auf mein Kopfkissen sprühe. Und ja, nicht jeder mag Lavendelduft, aber ich feiere den halt sehr, weil... Fun Fact, Lavendel ist ein toller Duft, den du nimmst. Kannst du ja auch zum Beispiel in deinen Kleiderschrank sprühen oder so. Hilft gegen Motten, gegen Spinnen, gegen Mücken. Lavendel ist ganz, ganz gut. Am 5. Dezember sind wir jetzt einen Tag vor Nikolaus. Und hier erwartet uns auch wieder ein Duft drin. Das hier ist Zitrone mit 5 ml. Und das kannst du nämlich auch zum Würzen und Aromatisieren von Speisen und Getränken verwenden. Das heißt, sowas zum Beispiel in dein Wasser oder in dein Mineralwasser reinmachen, um da ein bisschen Frische reinzubringen. Ne? Ist echt eine gute Idee, um das mal so zu sagen. Oder halt auch über einen Salat oder sowas. Finde ich cool. Zu Nikolaus am 6. Dezember darf es gerne auch was Besonderes sein, oder? Weil das ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben hier auch ein Öl drin enthalten und zwar viel Wärme. Mit Blutorange, Kakao und Rosengeranie. Das finde ich echt schön. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Du kannst solche Öle übrigens auch verwenden, das auch als kleiner Tipp von meiner Seite, wenn du so Waschbälle hast, also quasi wenn du auf Waschmittel verzichtest, aber dafür dann halt diese Waschbälle nimmst, wo ja irgendwie, weiß ich nicht, was ist da drin, Aktivkohle oder sowas, und du aber trotzdem einen Duft in der Wäsche haben möchtest, kannst du das damit reinmachen oder auf deine Trocknerbälle zum Beispiel. Ne? Sehr cool. Machen wir weiter mit der sehr leichten Nummer 7. Da haben wir ein... Oh, das hatte ich auch schon mal. Das ist toll. Das ist ein Säckchen. Und das ist ein Lavendelsäckchen. Das ist klasse. Das hänge ich mir ins Schlafzimmer oder lege mir das in meinen Schrank. Und das ist halt wirklich gegen Motten und Mücken und Spinnen.
Aber da ist auch noch irgendwas anderes drin. Das ist nicht nur Lavendel. Das hat auch irgendwas Minziges mit dabei, ne? Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Da haben wir, glaube ich, auch wieder so ein Duft-Draufmach-Ding drin, oder? Das ist so ein Döschen. Da haben wir das Logo von Baldini drauf. Und ja, da ist auch so ein Steinchen drin. Und da kannst du halt auch den Duft drauf träufeln, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns, glaube ich, auch wieder über ein Öl freuen. Nein, das ist noch ein anderes Produkt. Und zwar ein Spray. Was bist du? Ein DIY Do-It-Yourself Raumspray. Deine Biobasis. 10 Milliliter. Hä? Aber da ist auch schon was drin. Wie Do-It-Yourself. Das weiß ich jetzt nicht, was das machen soll. Hier war eine Broschüre mit dabei. Aber da ist sehr, sehr viel drin, ne? Das ist im Prinzip die ganze Homepage in einer Broschüre. Aber dieses DIY-Ding ist hier gar nicht aufgeführt. In der Nummer 10 darf es jetzt mit etwas Schwerem weitergehen. Und zwar haben wir hier das, was ich eben schon vermutet hatte. Und zwar ein Basisöl für die Schönheitspflege und Aromamassage mit Mandel. Da sind 50 Milliliter drin. Ich verwende solche Produkte entweder tatsächlich für Massagen, ne, dass man das nimmt und dann da rein halt eins von den Ölen reingibt, um dann eine Aromamassage zu machen. Oder tatsächlich einfach als Körperöl, kann man ja auch machen, ne? Die erste Schnapszahl ist die Nummer 11. Und hier haben wir wieder ein Öl drin, und zwar viel Glück. Finde ich irgendwie super, dass da halt diese Mischungen quasi auch drin enthalten sind. Mit Clementine, Ingwer und Sandelholz mit 5 Millilitern. Das passt auch wirklich in diese Weihnachtszeit, ne? Sehr schön, sehr angenehm und ja, wird auf jeden Fall dann auch ein entsprechendes Glücksgefühl vermitteln können. Denn zitrische Düfte machen das, glaube ich, ne? Dass man da irgendwie so ein positiveres Empfinden bekommt. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir auch wieder so eine Duftblume drin, also so ein Speckstein quasi, ne? Aber auch in einem sehr, sehr schönen Design. Und die halten natürlich ewig und 3 Tage. Du kannst die aber auch in verschiedene Räume packen, ne? Sodass du eins im Schlafzimmer hast, eins im Wohnzimmer, eins in der Küche, eins im Bad, ne? Eins im Flur, eins irgendwo. Wo ist das Herz begehrt? Die zweite Halbzeit wird mit der Nummer 13 eingeläutet. Und hier scheinen wir auch wieder ein Öl drin zu haben. Das ist ein Lavendelöl. Das mag ich gerne. 5 Milliliter sind das einmal. Und wie gesagt, Lavendel ist einfach ein super effektiver Duft, den man auch verwenden kann, um einfach Ungeziefer fernzuhalten und um eine gewisse Ruhe für einen selbst halt auch zu machen. Ich mag den Duft. Finde ich großartig. Mein Freund fährt da nicht so hart drauf ab. Muss er mir durch. Die Nummer 14 hat eine wunderschöne Schneeflocke drauf. Und hier haben wir auch wieder einen Duft drin enthalten. Das ist Wintertraum passend, auf jeden Fall. 5 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Der schaut einmal so aus und dann schaue ich mal die Duftkomponenten an. Orange, Benzoe und Mandarine. Das hört sich sehr passend an. Die Nummer 15 ist sehr leicht. Ah, guck mal, das sind halt welche, ja. Also die kannst du dir auch ins Auto hängen, ne? So riecht Natur, das sind halt so Tropfen. Die haben aber oben auch eine Aussparung, sodass du da ein Bändchen durchmachen könntest. Und die kann man sich dann ja hinhängen, ne? Wo auch immer man es so haben möchte. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele von diesen Applikationsdingern mit drin. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, reicht jetzt auch mittlerweile mal. Aber nun, schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt ja gerade mal bei der Nummer 15 angekommen. Die Nummer 16. Die fühlt sich nach einem Duft an. Nee. Oh, ach süß. Ja gut, wir haben schon wieder so ein Ding, wo man halt einen Duft reinmachen kann, aber es ist süß. Ist das nicht hübsch? Oh mein Gott, mit so einem kleinen Mini-Korken da drauf. Das ist schon cool. Also es gibt hier die verschiedensten Möglichkeiten, um deine Duftöle zu verwenden. Und ja, ne? Gut. Also ich habe eben das Sortiment in dem Heftchen gesehen. Die hätten auch noch Parfum und so weiter. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder ob das überhaupt nicht drin ist. Mal gucken. Die Nummer 17. Eine Woche vor Heiligabend kriegen wir ein Duftöl mit dem Duft Orange. Und das kannst du auch wieder für Speisen und Getränke verwenden. Und hier sind auch 5 Milliliter drin. Ne? Sehr praktisch, sehr cool und definitiv auch echt nice, um das Zweck zu entfremden. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Sehr empfehlenswert. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember bekommen wir auch wieder ein Duftapplikator-Produkt. Das ist tatsächlich fürs, ja, das ist wirklich fürs Auto. Hier hast du so einen Speckstein drauf und das kannst du dann in dein Auto, in diesen Lüftungsschacht einfach reinmachen. Ja, da habe ich jetzt aktuell tatsächlich auch genau so ein Ding drin und finde das auch sehr angenehm und ja, ist praktisch, ne?
ich denke mir halt nur, naja, so viele Räume wie Duftapplikationsdinger hat man ja eigentlich so gar nicht eigentlich. Ne? Hier ist jetzt die Nummer 19, die ist schön schwer. Und da haben wir wieder ein Raumspray drin. Was heißt wieder? Doch, wir hatten ein Kopfkissenspray, aber es war kein klassisches Raumspray. Das ist der Yoga-Duft mit Grapefruit, Patchouli und Sandelholz. Den hatte ich mal, mochte ich leider nicht ganz so gerne vom Duft her. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, das ist halt so ein klassischer Duft, den man damit assoziiert, wenn man jetzt irgendwo Yoga-Training macht oder so. Ne? Da wird dann ja auch gerne mal so Räucherstäbchen und so angemacht. Das passt. Und ein bisschen Entspannung in der Weihnachtszeit kann ja auch nicht schaden. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, haben wir auch wieder ein Duftöl drin enthalten. Viel Kraft mit Limette, Lemongrass und Orange habe ich hier am Start mit 5 Millilitern. Ja, ne? Auch wieder sehr, sehr passend, sehr entspannend und passend zur Weihnachtszeit. Also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, das ist schon, ne, das matcht. Am 21. Dezember bekommen wir wieder bestimmten Applikator. Jo, das ist aber praktisch. Hatte ich auch schon mal da. Du nimmst dir einfach dieses Ding, steckst hier den Stab rein und dann kannst du das, es passt halt 1A auf diese Fläschchen, ne? Kannst es da reinstecken und dann zieht sich das Produkt hier hoch und über diese Holzkugel wird dann der Duft im Raum verteilt. Das ist schon cool. Sehr verheißungsvoll sieht die Nummer 22 aus. Die zweite Schnapszahl, schön groß. Das ist ein Roller. Das ist der Schlafgut Aroma Roll-On. Auch das sehr praktisch, 10 Milliliter. Also wenn man vielleicht einfach nur selbst sich diese Entspanntheit gönnen möchte und nicht auch noch den ganzen Raum damit beduften will, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache mit Orange, Lavendel und Vanille. Und sowas kann man sich dann auf die Handgelenke geben oder hinter die Ohren zum Beispiel. Ne? Hat dann so ein Rollerball oben drin. Ich bin gespannt, was wir am 23. Dezember machen dürfen. Vielleicht noch ein bisschen Entspannung im Sinne von einer Massage, also ein weiteres Massageöl vielleicht hier. Mal schauen. Nee, es ist wieder ein Sprayer. Und zwar haben wir hier ein Bio-Gesichtstonikum Rose. Das habe ich schon mal leer gemacht. Das war toll. 50 Milliliter. Sehr, sehr cool. Also haben wir hier auch noch ein bisschen Face Care mit dabei. Finde ich empfehlenswert. Ja. Wie halt dieses Rosenwasser, was man ja normalerweise auch so kennt. Sehr hautberuhigend und das gleicht die Haut so ein bisschen aus. Also es bereitet die Haut auf die nachfolgende Wirkstoffpflege vor, sodass die Wirkstoffe tiefer eindringen können und die Haut halt auch in dem Sinne weniger irritiert ist von den Wirkstoffen. Das ist, also ich mag Toner, ich verwende Toner und ich finde es einfach empfehlenswert und das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Riecht sehr intensiv nach Rose, muss man mögen, ich lieb's. Hier haben wir auch noch am 24. Dezember einen 20% Rabattgutschein und ich weiß noch nicht, wie lange der gilt, steht hier nicht so mit dabei. Und ja, hier habe ich jetzt Heiligabend. Fühlt sich leicht an. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwas super Spektakuläres drin haben, aber so ein Aromadiffuser passt hier auch nicht unbedingt mit rein, ne? Also von der Größe her. Mal schauen. Das ist ein Set. Ja, viel Freude. Hatten wir den Duft nicht schon? Nee, den hatten wir tatsächlich noch nicht. Okay. Okay. 5 Milliliter Naturduft mit Duftvlies. Okay. Also dieses Vlies, da haben wir ja schon 3 Stück von. Und dann halt viel Freude. Mit Zitrone, Grapefruit und Orange. Ja. Tolles Produkt. Aber ich finde es in der 24 blöd. Bin ich ehrlich. Nö. Also das hätte jetzt so nicht... Nö. Also da hätte ich mir irgendwie was Spektakuläreres drin gehofft. Kommen wir zum Fazit des Adventskalenders. Also Tau Oasis hätte definitiv noch viel, 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 viel mehr zu bieten gehabt, als das, was wir hier drin finden. Ja, er ist mit 69 Euro... für das, was man bekommt, auch mit einem guten Preis unterwegs. Es ist okay. Und ich weiß auch, dass viele halt darauf abfahren werden. Ich finde, es sind ein bisschen viele von diesen Raumduftdingern. Natürlich kannst du dir den raussuchen, den du richtig geil findest. Aber trotzdem muss ich leider sagen, dass es zu viele sind. Also da hätten tatsächlich 3 gereicht. Das wäre vollkommen ausreichend gewesen. Aber dafür vielleicht ein bisschen mehr mal aus dem Sortiment raushauen, was die so haben. Was jetzt natürlich nicht gemacht wurde und was ich sehr, sehr positiv bewerten möchte. Hier ist jetzt nicht irgendwie eine Probe drin. Also die Produkte, die wir hier drin finden, sind Full-Sizes oder Teil eines Sets, um das mal so zu sagen. Ich finde es richtig cool, dass wir hier diese Full-Size von dem Kopfkissenspray drin haben, dass wir den Toner mit dabei haben. Ich finde dieses Teil großartig, finde ich richtig süß. Dieses Autoduft-Dingenskirchen finde ich auch wunderbar. Aber ich finde, dass dieser Adventskalender mehr hätte hergeben können. Also er hätte mich mehr umhauen können. Denn die
Möglichkeiten wären da gewesen. Dennoch ist er für Duftfreunde wahrscheinlich eine ganz coole Nummer. Ne? Also kann man sich anschauen, habe ich euch ja auch in der Infobox verlinkt. Man kriegt ihn auch noch, also Stand heute, 8. September. Aber ja, also vielleicht wenn man sich den Adventskalender holt anstelle von einer Taobox, die man vielleicht so oder so bestellt hätte, ne? Dass man sagt, nee, komm, die nächsten 2 Taoboxen setze ich aus, kauf mir dafür den Adventskalender, dann hast du auf jeden Fall ganz gut Produkte bekommen und schon gespart. Ne? Ja, aber ich bin jetzt nicht so von den Socken. Schreibt mir aber gerne mal, wie ihr das so findet, in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.